Hi, es ist wieder Zeit für Trailer Talk und diesmal wird getalkt und zwar über den Trailer von Urbex City Builder. Moin von meiner Seite. Ich als alter City Builder Fan, angefangen von SimCity SNES, SimCity 2000 Computer, SimCity 3000 Computer, sehr viel gespielt. SimCity 4 ein bisschen gespielt. City Skylines immer am Verkehr gescheitert. Bin besonders interessiert an diesem Spiel, was mir Luke vorgestellt hat und ja, wie bist du drauf gestoßen? Ich bin da einfach mal drüber gestolpert und also das wissen die Leute, die unseren Kanal ein bisschen kennen. Ich bin Voxel-Look-Fan und das ist Voxel-Grafik. Und ja, es sieht fast so aus, als wäre es ein City-Builder in der Welt von Rogue Tower. Nur eben ohne Orks und dafür mit Menschen und ohne Ballisten und dafür mit Extrem viel PKWs. Detailreichtum. Ja. PKWs, ja. Genau, take care of your resources. Das heißt, es wird wohl eine Ressourcenmechanik geben. Und Sieht so aus, ja. genau, wir werden direkt hier nach auch in den Stream gleich reingehen und den Prolog mal anzocken. Einfach nur, um zu gucken, ob der Trailer. Hier sieht man ganz gut, sorry, dass ich dich Ja. unterbreche, aber auch von den Ressourcen her, was ich auch in der Demo mal gesehen hatte, dass es hier im Gegensatz zu anderen City-Bildern tatsächlich mehr um Ressourcenmanagement auch geht, was eine andere Manage it, ja. Game-Mechanik mit reinbringt und das dementsprechend eigentlich extrem interessant macht als neuen City-Builder. Ja, vielleicht ist es auch so ein bisschen Simp-mäßig, dass man irgendwie die Leute bei Laune halten muss oder sowas. Das, also gibt's ja auch viele unterschiedliche Mechaniken und ja, was man da an der Seite an Werten sieht. Wir haben Tag-Nacht-Modus. Genau. Wir haben sehr viele Details, hatte ich jetzt schon, aber sehr viele Details, also mal ein Haus auf der Straße, Neighborhoods, wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Bezirke mit unterschiedlichen Funktionen Ja. vielleicht. Ja, aber man kann ja auch sehen, Cocktailgläschen 5, 24, Ah ja. Fußball 20. Das ist irgendwie, wie viel Unterhaltung in dem Viertel ist, was die Leute brauchen, ob sie einkaufen können und so weiter. Wir werden es gleich rausfinden, weil wir es im Stream zocken werden. Aber ihr merkt wahrscheinlich schon, wir sind ziemlich aufgekratzt, was das Spiel angeht. Und deswegen probieren wir es einfach gleich mal aus. Ja, ich Also, könnte es schon gar nicht genau. mehr abwarten. Ja, also Urbex City Builder. Mein Eindruck jetzt erstmal im Vergleich auch zu anderen City Buildern ist, wenn ich jetzt zum Beispiel vorrangig SimCity natürlich betrachte, Ja. da geht es ja so wirklich, also Stadtmanagement, ja, und auch oft früher zumindest um die Größe, um die Wucht der Stadt. Also man hat selten so ein kleines hübsches Städtchen gebaut, also ich zumindest, oder ein Ja, kleines sondern Dörfchen. immer nur Und das ich, Krasseste. genau, und ich glaube, hier geht es mehr noch um ein bisschen Kreativität, klar, Management so oder so, Ressourcenmanagement, aber auch um einfach irgendwie einen netten Ort zu schaffen, fast. So wie Pixel Knights ein netter Ort ist, um sich einen Trailer Talk anzusehen, zum Beispiel. Aber das werden wir gleich rausfinden und ich würde sagen, der Talk-Teil von diesem Trailer Talk ist heute mal ein bisschen kürzer, weil wir einfach einerseits direkt ins Spiel springen wollen und ich meine, ihr habt es gesehen, ich will jetzt auch nicht zu viel rumquatschen. Die Eindrücke sind soweit klar. Auf Steam gibt es den Prolog kostenfrei. Also wer reinspielen will, kann es tun. Und das wären wir. Genug geredet, wir wollen zocken. Alles klar, wir sehen uns. Gute Nacht. Bis dahin und ciao.